Hey Leute, hier ist Aldemar zurück mit Warhammer 2, Total War, so und so weiter, etc. Das DLC, das Free LC, dieser Zustand und diese Erweiterung. Ich will mich ja nicht beschweren, ist ja gut, aber man kommt irgendwann durcheinander. So, los. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, es wurde sich beschwert, warum ich so viele Garnisonen baue. Und anderes Zeug zum Geld machen, aber das ist so, wie ich immer spiele. Ich fühle mich dann einfach sicherer. Es sind ja schon weniger Garnisonen geworden, so ist ja nicht. Aber es ist einfach... Ach, guck mal, da unten war die Schmiede. Hatte ich die nicht noch irgendwo anders hingebaut? Genau, da. Dann kann ich die da unten entfernen. Soll ich das jetzt machen? Ja, wir haben Probleme gegen die Orks. Wir haben eine fette Niederlage hingenommen. Und müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nochmal auf dem Sack bekommen. Moment mal, jetzt muss ich kurz... Genau, hier war die Armee, die wir am Aufrüsten waren. Wir können jetzt lokale Truppen herstellen. Das machen wir auch. Zwergenkrieger, was soll's? Müssen wir halt erstmal nur Zwergenkrieger benutzen. Und wir haben hier oben eine Armee, die wir benutzen, um die Skaven auszulöschen. Der wird belagert. Ist es der aktuell? Haben wir das nicht gespielt? Nee, ne? Und, ja, hier müssen wir gucken. Der sollte in die Armee rein. Und unser glorreicher Turek kommt, ist auf dem Weg zurück. Weil ich beschlossen habe, die Expedition abzubrechen. Wir haben dort jetzt zwei Provinzen, da können wir, wenn wir müssen, mal eine Armee rekrutieren. Aber wir gucken mal wegen den Zwergen. Wir müssen uns jetzt erstmal gut stellen mit denen. Und ich muss aufhören, alles zu hassen, ja? Und als der Beste dazustehen. Auch wenn ich das gerne sage, bin ich es doch nicht. Oh, was haben wir denn hier? Oh, Chaos. Ah, bei Ugrim. Stimmt. Wir sind ja am Zurückgehen. Oh, das wird jetzt ein Kampf übers ums Überleben. Ich meine, er kann ja nicht sterben, aber trotzdem würde ich gerne da oben das Gebiet behalten. Rüstungsdringender Waffenschaden plus 5. Der ist ja schon gut, aber machen wir halt noch mehr rein. Los geht's. Verluste hoch. Das sind Berserker. Los geht's. Boah, ich habe schon so viel Kaffee in Toast. Ich werde wahrscheinlich nachher so viel dran bleiben. Mich verhaspeln und so schnell reden. Das wird unfassbar werden. Prost. Schöner Kaffee, ne? Ah. Das ist meine Star Wars Tasse. Ist jetzt noch sehr heiß. Ist kein Billigkaffee. Ist also so eine Espresso-Bar, ja? Mit Milch selber schäumen und so. Das habe ich ja damals schon mal gesagt. Ich bin gelernter Barista. Gibt's gar nicht im Beruf in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gibt. Aber ich habe das mal gemacht, ein Jahr lang oder so. So, aber jetzt nicht bei Professionen gelernt hier. Professionen. So, los geht's, wir sind Berserker. Alter, er hat den Mantel schon. Ich glaube, den hat er ja nicht immer, ne? Und hat er die Slayer, ist das die Slayer-Krone? Ich weiß eigentlich gar nicht, ja, ne? Oh, das war teuer. Okay. So, dann los. Wir müssen direkt rein. Wir gehen direkt. Pass auf, wir lassen die stürmen. Wir warten, was passiert. Wir gehen mit ihm noch mit. Oh Mann, ey. Und die decken den Rücken. Ah, toll. Jetzt hätte ich ihn dabei lassen müssen. Jetzt kommen die. Feuer. Rein da. Rein da. Das wird vielleicht... Wir werden sehen. So, jetzt. Oh, Scheibenkleister. Ach du Scheiße. Scheiße. Alter, was sind das denn für Freaks? Warum leuchten die so krass? Ich kenne die ja, aber... Oh, war das ein Volltreffer auf Ugrim? Alter, was leuchtet denn hier alles? Ich muss mal gerade ein paar Bilder machen. Boah, ja, mach sie platt. Ich muss ein Bild von der Kanone machen, weil da wissen alle, wogegen ich kämpfe.
Ich hasse Chaos-Zwerge. Hier, in Teil 3 kommen die bestimmt als Armee-Typen oder so. Chaos-Zwerge. Guck mal, wie behindert die aussehen. Ich meine... Ah, Mann, ist es schon... Ja, ich habe den Schärfegrad hier rausgenommen, aber... Sieht einfach sonst... Warum sind die Schilder eigentlich so matschig? Oh, das war's schon. Wir haben schon verloren. Ogrim. Wir haben es versucht, aber damit habe ich... Ich habe nicht mit dem Chaoslappen gerechnet. Vielleicht kriegt er ihn noch. Man sieht nichts. Da ist er. Hau weiter drauf, Ogrim. Er kann das auch alleine gewinnen. Der Typ, wenn es einen Helden gibt, dann ihn. Ich glaube, der Held hat sich zurückgezogen. Er zieht sich echt zurück. Da läuft die feige Hühnchen. Führerschaft brauchen wir nicht. Schade, dass wir nicht gekillt haben. Da ist er, aber... Guck mal, sie kommen auch nicht in den Kampf, weil sie wissen, die... Die Artillerie löscht ihre eigenen Truppen aus. Alter Ogrim, der beste Zwerg überhaupt, mein Lieblingszwerg. Ich weiß, Torik ist auch toll, aber der kämpft wenigstens auf zwei Beinen und lässt sich nicht tragen. Schade! Ja, ich hätte vielleicht im Wald kämpfen sollen, aber diese Kanone... Oh, aber nur 26 Kills? Wahrscheinlich mehr Friendly Feuer gemacht. Ich hasse sie. Also da kämpfe ich ja lieber gegen irgendwelche Sepp-Kanone. So, aber die sind so zielgenau, das ist gestört. Wir haben 167 gekillt. Ja, guck mal, auch eine... Oh, guck mal, Goldtruppen-Kavallerie. Schade. Ich mach mal noch meinen Freund. Sudenburg, Björlinger. Spürt ihr es? Nein. Es kommt aus dem Norden. Nicht schon wieder. Die Tentakel des Chaos breiten sich nach Süden aus und verseuchen das Land. Mit ihnen marschieren die Krieger des Chaos. Wir müssen uns vorbereiten. Den Krieg zieht heran. Doch wer konnte die zerstrittenen Stämme einigen? Welche Art von Champion hält die Macht in der Hand? Dun, dun. Oh, das ist noch nicht mal die Hauptwelle. Voll der Groll. Ein Feind hat uns Unrecht getan. Rechtes Unrecht. Alter, zieht euch das rein. Da ist er. Der Archon, der ewige Auserwählte. Da ist der Prinz. Aber es ist noch nicht der Oberlappen da. Der kommt bei der dritten Welle, oder? Das Ach, Kohle. Ich hatte eine Nagaroth ist das, oder? Ach, guck mal, der ist neu mitgespawnt. Srui Wutherz. Oh Gott. Das wird was. Und guck mal, es sind immer noch überall Chaoslappen. So. Wir rekrutieren jetzt hier irgendjemand anderen. Erstmal. Und versuchen das hier zu halten. So gut es geht. Ich könnte legendäre rekrutieren. Warte, wir machen erstmal. Warte mal. Das ist keine Hauptstadt. Und wir haben keine Belagerungsdingens.
Wir reißen das ab und bauen Mauern rein. Wenn wir es schaffen sollten. Jetzt erstmal Zwerge. Global. Ja, das dauert ewig, aber müssen wir jetzt mal gerade hier missbrauchen, auch wenn wir es unten brauchen. Irgendwas, was nur zwei Runden braucht. Guck mal, Langbärte. Langbärte brauchen wir auf jeden Fall. Und, genau. Hier, Slayer. Dafür haben wir die doch. Scheiß drauf. Dafür haben wir die doch. Slayer. So. Slayer. Oh, Slayer. Jetzt warten wir aber noch, dass der Dingens fertig wird. Und dann machen wir hier noch ein paar Armbrustschützen rein. Sehr gut. Ugrim, der auf. Oh, guck mal, er ist nur verwundet. guck hier. Das passt zu Ugrim. Ah, es sind nur 3 Pfeile. Keine Sorge. Es sind nur 30 Pfeile. Invasion des Chaos. Es sind nur 30 Pfeile. Keine Sorge. Okay, wir versuchen mal darüber zu gehen. Obwohl. Wir bleiben lieber da stehen. Da kann ich lang gehen. Die hasst mich nicht. Grim Dackerson. Okay, den haben wir auch bekommen. Wir gehen mit ihm mal hier oben hin. Ist das ein Berserker? Rundschmied. Oh ja, den brauchen wir jetzt auf jeden Fall hier. Ist das unser Rundschmied? Ne, der ist hier. Ja, Menschen. Altdorf lebt noch. Sollen wir mal weiter erkunden gehen? Ich glaube, es macht keinen Sinn, oder? Ich glaube, die Welt ist schon in Trümmern. Ich glaube, die Elfen existieren vielleicht noch. Wir gehen mal hier unten gucken und kommen dann mal wieder zurück. Das sind, glaube ich, alle Skaven. Also, wenn ich das so sehe, ist das, niedergemäht von den Norska. Alter. Ja, normal. Oh, guck mal, Herzform. Mhm. Oh, es wird spannend. Es wird spannend. Ihr Hässlichen. Ich muss das jetzt mal gerade beenden, damit das erledigt ist. Clan Eschen. So gern ich Skaven habe, sie gehen einem tierisch auf die Nerven. Wenn man sie nicht spielt. Die Welt ist voll davon. Denke ich mir so, wie sollen denn überhaupt die guten Reiche überleben? Obwohl das Imperium oftmals sehr stark ist. So, wir gehen hier rein. Oder hier rein. Na, das ist immer sehr tricky. Aber können wir machen. Jo, die Langbärte kommen in die Türme. Oder vielleicht, nee, da sind 3 Türme. Aber die stehen hier. Nee, die stehen bestimmt da. Wir gehen hier hin. So, die Zwerge. Die Fernkämpfer bereit machen. Ogre gehen aufs Tor. Katapulte. Helden vor. Noch ein Tor. Es tut mir leid. Einfach da rein. So. 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 Turm zerstören, obwohl der schießt gar nicht, ne? Doch, der schießt. Okay. Wie heißt denn unser... Ach, das ist Harek Rotmine. Aber wir hatten noch schon mal einen. Den haben wir verloren. Ne, wie war das nochmal? Ah, ne, das war der Agent. Da, guck mal, wie cool der aussieht, oder? Ich finde das so cool. Zwerge. Cool ist grad 9 Millionen. Da kommen sie wieder. Oh, ja, das ist ein Problem. Ich hoffe... Wir müssen mit denen hinten bleiben. Ach, nichts. Macht denen gar nichts. Ah, Oga kriegen jetzt gut Damage ab. Ich denke mal, diese Ogre-Camps werden die wahrscheinlich in späteren Versionen viel mehr verzögern. Also, dass die viel seltener kommen. Weil das ist schon krass. Die müssen noch viel teurer sein. Noch viel teurer. Warum sollten die Ogre für so einen Müllpreis kämpfen? Die Bohrer, ne? Ja.
Schafft es nicht? Ach, das ist offen? Was ist hier los? Ne, die sind immer noch nicht wirklich drin. Türme werden rangeschoben. Also, na, die Belagerungstürme sind auch geil, aber es gibt viele sehr hässliche. Ich denke mir aber immer, warum baut ihr denn so Belagerungstürme? Das ist doch viel zu teuer. Viel zu teuer. Guck mal, die direkt in... Oh. Skill kriegen, wollte ich gerade sagen. Die Mauer ist fast im Arsch. Das bringt uns natürlich Probleme. Schieß mal lieber woanders hin. Okay. Komm, mach das Ding mit auf jetzt. Wir sind nämlich halb drin, halb draußen. Das meine ich mit Effekten. Man sieht nichts. Ich würde gerne so Aura-Buffs deaktivieren. Ne? Komplette Aura-Buffs aus. Das Einzige, was ich sehen will, sind Buffs, die Schaden machen. Die normalen Zwerge rocken. Die langen Bärte haben Probleme. Alter, wir kriegen das Tor nicht auf, oder? Noch 4%. Okay, geht mal auf die Mauer hoch, ist egal. Okay, Tor ist endlich auf. So, jetzt hier rein. Ich habe Performance-Probleme normalerweise nicht so mehr krass, aber ich habe gerade gesehen, ich habe außersehen noch ein zweites Spiel an. Das läuft noch nicht ausgemacht. Ich trottel. Da. Es verbuggt, guck. Das hatte ich auch noch nicht. So viel dazu. Das sind auch nur Sklaven. Nee, das sind keine Sklaven. Das sind Clanratten. Holy shit. Oh, oh. Oh, hat aber auch viel Ratten gekostet. Das ist ein Fahrbringer-Assassine. Aber das läuft gut hier. Komm, wir greifen jetzt mal das hier an. Weg mit den Katapulten. Ich brauche Gyrokopter oder so, dann kann ich die nämlich immer angreifen. Ja, mach da mal weiter. Du gehst jetzt mal den da angreifen. Und er auch. Ja. It's broken. Vielleicht wenn ich einen anderen Zauber mache, ist er weg. Vielleicht geht das ja. Nope. Ich muss ehrlich sagen, so ein Bug, also Bugs technisch, habe ich jetzt bei Warhammer wenig gesehen. Total War. Generell bei Warhammer. Bugs. Hält sich immer an Grenzen. Der Assassine schlägt sich gut, hä? Aber viele töten kann er auch nicht.
Run, Flood of Kranmorgrim! Let him in too! Wusch, wumm, noch in die anderen rein. Oh, er flieht aber früh. Und da ist der Warp. Typ, das war's dann jetzt also. Ja, die fliehen alle. Also alle Helden fliehen. Na toll. Oh, die haben sie einfach zerkloppt. Ne, jetzt hat er sich wieder. Oh, jetzt hat er sich gerecht. Ah, jetzt. Okay. Bei Skaven ist auch die schlechteste Performance. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ah. Tut mir leid, das war ein bisschen ruckelig. Boah. Ja, Ogre. Bräuchten vielleicht auch schlechtere Moral. Das sind Söldner. Sollten vielleicht im Unterhalt teurer werden. Aber vielleicht sind sie auch teuer und ich merke es einfach gar nicht, oder? Ich guck nicht drauf. Boah. Oh, da kann ich nicht. Oh, da kann ich nicht widerstehen. 19.000. Lol. Da mal kurz eingraben. Obwohl, kann ich jetzt nochmal einnehmen? Nee, ne? Doch, besetzen. Besetzen. So. Jetzt gibt's natürlich Probleme. Ach, das ist so eine alte. Das ist eine alte. Das ist eine. Das ist. Das ist eine Ork-Festung, aber wer spawnt denn hier? Das ist ja mal heftig. Yes. Okay, wir bauen. Oh ja. Und irgendwas ging es. Na, nicht hier, nicht hier. Wir brauchen Frieden jetzt. Es wird sehr schwer werden. Guck mal, es gibt auf jeden Fall erstmal noch einen Aufstand. Das wird jetzt nicht gut enden hier. Nee, ich will keinen Runenarmboss, ne? Das finde ich immer so blöd, wenn der auf seinem Ding sitzt. Aber vielleicht gehen wir doch auf Unverdorbenheit gerade. 23. Oh. Den habe ich auch nicht gesehen. Wow, Mist. 19.000. So, dann bauen wir mal, was wir bauen wollen. Hier unten waren ganz viele Sachen. Ich soll keine Garnison mehr bauen. Es gibt noch Unverdorbenheit hier. Machen wir mal. Aber es macht doch auch. Ja, ja, okay. Gut, ich könnte auch. Ich könnte auch einen Slayer-Schrein bauen. Oder. Ich könnte mal für Gyrokopter bauen, aber das ist halt. Ist ja nur der Turm. Der goldene Turm! Ist doch egal. Goldene Turm. Und dann haben wir hier noch was. So, hier ist nämlich einiges. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist eigentlich jetzt auch nicht so wichtig, aber. Wir wollen dann jetzt mal hier. Wir bauen hier einen Slayer-Schrein rein. Damit wir einfach mal einen Slayer-Schrein irgendwo gebaut haben. Oder wir bauen Tüftlerbude. Nein, wir bauen hier den und die Tüftlerbude rein. Was nicht mehr geht, weil es teuer ist. Oder wir machen. Na gut, okay. Wir brauchen mal die Tüftlerbude. Hier was zu rekrutieren ist teuer. Ich will aber den Zwerg nicht rekrutieren. Ich kann mit dem nichts anfangen, finde ich. Andere schon. Andere finden ihn toll. Ich nicht. Das war's schon mit unserem Geld. Mann, ist das teuer.
Aber wir können Gyrokopter dann bauen, auch wenn es über lange Distanzen geht. Das ist mir egal. Okay. Wie sieht es denn hier oben aus? Das ist eine andere globale? Ich habe doch hier globale Rekrutierung angemacht, oder? Nee. Ach stimmt, habe ich ja nicht. Da muss ich mal mit dem Friendly Fire aufpassen. Das Ding ist, sobald wir Karakar drin wieder haben, haben wir das mit den Slayern. Verdorbenes Dorf. Damit haben wir dann kein Problem mehr. Um die zu rekrutieren, meine ich. Wir lassen es erstmal so. Okay. Mal gucken, was die Orks jetzt machen. Und da ist die Religion bestimmt ein Haufen Skaven oder ein Haufen Orks. Theoretisch müssten es Orks sein. Wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Leider keine Supergarnison. Alter. Oh, da ist Grimgorg. Stimmt. Oh Gott. Der ist auch noch da. Holy shit. Das wird ja was. Aha, warte. Das ist Kingo-Katz. Das sollte ich spielen, finde ich. Gringo-Gatz, Gringo-Gatz. Was ist das? Steintroll, ne? Okay. Ich will ja nicht Corner campen. So fair sollen wir sein. Hier ist ein Stein. Der ist fein. Da gehen wir jetzt hin. Rechte Flanke ist etwas weak, aber macht ja nichts. Pass auf, da kommen die hin. Die sollten das eigentlich selbst sichern. Defensivmodus können wir vergessen. Okay, wir schießen jetzt mit dem Katapulten auf denere Katapulte. Kommen nicht ran, okay. Wir schießen auf die Trolle. Troll ist das, was uns am gefährlichsten wird. Sie haben keine schwarze Orks. Sie haben keinen rüstungsdurchdringenden Schaden, außer die Schwarz-Orks. Die haben sie. Alter, auf jeden Fall, die Morscher sehen sowas von geiler aus. Also, die sahen nie so geil aus vorher. Geil, oder? Alter, ich will nur mal Orks spielen, das wird so geil. Feuer! Hören sogar. Oh, shit. Okay. Jetzt aber. Bitte nicht zu weit nach vorne. Okay, wir gehen doch auf Defensive. Los geht's. Volltreffer. Das hat gesessen. Guck mal, mit 60 Frames durchgehend. Belagungsschlachten gegen Skaven ist die Hölle. Also Skaven-Performance ist Dreck. Deswegen kämpfe ich so ungern gegen die. Okay, die Trolle sind gleich Geschichte. Die müssen halt ein bisschen... Okay, warte. Wir sollten das eigentlich packen. Oh Gott. Drauf. Die wollen nach hinten. Komm, zwei Ender, ihr schafft das. Oh Gott, ey. Hotscoop. Hier, okay, die sind auch Geschichte. Komm, die...
nach Goblins. Oh ja, aber es sind nicht die Fanatiker. Das ist nochmal gut. Das ist ein Problem. Wie gut halten denn die Wildschweinreiter sich? Das hört mich jetzt natürlich auf. Ich dachte, die wären besser, die... Mist, was haben die denn jetzt gemacht? Okay, das hat es gleich erledigt. Kommt, los! Ah, Mist! Ich dachte, die kriegen die Moral vielleicht. Weiter feuern. Nee, schade. Da geht unsere Linie Fritte. Wo sind auch Wildorks bei? Guck mal. Hätte meine Linie länger machen sollen. Aber dann hätte die noch weniger ausgehalten. Na gut. Die Reiter, die... Diese blöden Karren, die habe ich unterschätzt. Die waren sonst viel schäbiger, oder? Naja. Wenn sich die Bergwerker besser schlagen als Zweihand-Orks. Krass, wie viel die Moscher platt gemacht haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Haben die jetzt vielleicht doch rüstungsdurchdringenden Schaden bekommen? Weil ich habe damals viel Orks gespielt gegen Zwerge. Es war so das härteste überhaupt. Ork-Moschers. Ich bin stolz. Ich bin stolz auf die Orks. Gott, Chaos zieht. Ich muss mal gucken, wie lange noch Ugrim im Wartemodus ist. Schatzkammer! Schlag den Aufwärts nieder. Auf Kasalit gibt es kein Wort für Vergebung. Und die wachsende Zahl an Grollen sorgt für Unmut unter den Clans. Ja. Umherziehende Slayer werden euch nun eher dabei unterstützen, die Missetaten gegen die Davi zu rächen. Bin dabei, bin dabei. Wir müssen aber jetzt unsere Armee hier noch ein bisschen reparieren. Setting off. Vielleicht geht Grimgok ja zurück. Ein Groll weniger. Rune Lord. Die Armee ist eigentlich fit. Ja. Die nicht, aber egal. Vielleicht kämpfen die Khemri jetzt gegen die. Wir müssen jetzt mal gerade nochmal in die... Ich muss mich beim Forschen doch nochmal konzentrieren. Okay. Ich muss hier jetzt mal eine Garnisonsarmee bauen. Oh, Ugrim ist wieder da. Sekunde. Aber warte, wir können hier oben austauschen. Let us begin. Ja, ja, du hast ein Level, aber du kannst jetzt gefeuert werden. Du kommst gleich zu einem anderen. 23 ist er schon. Er ist schon 23 Jahre alt. Alter, er hat schon alles. Okay. Okay, alles klar, Ugrim. Los geht's. Du bekommst, wo sagt, mäßigen magischen und Feuerschaden. Wirksam bei geringer Reichweite. Gute Panzerung. Nahkampfabwehr Nummer 7. Er bräuchte was mit Panzerung. So, warte, wir müssen jetzt nochmal gerade gucken, lieber Ugrim. Wir bauen dir ein paar Charakterrunen. Jederzeit nicht ausgerüstet. Achso. Alriks Rüstung. Ja, wir haben gerade nicht viel Punkte. Waffendecke plus 20%. 25%. Töte sie alle. Meister des Trotzes. Fügt Kämpfern Schaden zu. Direktschadenbereich. Oh, das können wir eigentlich auch. Rüstung hier. Rüstung plus 50 für einen nackten Berserker. Ist das Gold. Pures Gold.
Ja, also ihr müsst Rüstungstypen geben, entweder einem schon sowieso krass gepanzerten oder einem, der gar keine hat. Ermöglicht betäubt Kontakte, reduziert Geschwindigkeit und Nahkampfabwehr des Feindes. Ja? Angriffsbonus plus 10, Geschossresistenz plus Rüstungsdurchdringender Schaden, Waffenschaden plus 20. Der ist sowieso schon krass, glaube ich, bei ihm. Geschossresistenz, Rüstungsdurchdringender. Da die Musik ist gerade voll düster und gruselig. Rettungszauber plus 10%. Rettungszauber ist doch eigentlich so Schaden komplett ignorieren. Da Geschossresistenz. Das ist auch super gegen Slayer. Für Slayer. Einmal nur. Wir brauchen aber irgendwas in Masse. Bonus gegen Infanterie nochmal. Fügt Explosionsstand zu. Das ist für die Artillerie. Okay. Artillerie. Wir müssen die Siedlung aufgeben und Karakadrin einnehmen. Würde aber gerne noch eine Runde warten. Und noch was rekrutieren. Der bleibt da stehen. Genau, so, pass auf. Wir müssen stark werden. Das Chaos ist da. Wenn das sowieso nicht schon hier angekommen ist. Ne, mit Schild nehmen wir. Wir nehmen die normalen Armbrustschützen, weil irgendwie bin ich von den zwei da nicht überzeugt. Standard-Armbrustschützen. Obwohl, von denen haben wir jetzt schon drei Stück. Es würde schön aussehen, wenn wir die doch nehmen. Wir brauchen noch ein paar Standardzwerge, oder? Eigentlich bräuchte ich einen Katapult. Ah, guck mal, wir haben doch hier einen... globale Grollschleuder-Rekrutierung. Aber zwei Runden hier warten wäre auch blöd. Kanonen rein. Fünf. So. Hey, halt, noch einen weg, weil wir haben noch den einen Helden. Okay. Harek Rotmähne. Oder lass nicht sterben, mein Freund. Hatte er denn genug Runen? Hatte ich die denn eigentlich jetzt den Leuten schon zugeteilt? Das ist die Frage. Ja, wir haben Runen hier. Rune Ricky. Wir haben noch 2000. Das wird was. Das wird was. Ja. Ihr werdet es. Ja, bitteschön. Die brauchen wir jetzt sowas von. Okay, alles klar. Leute. Boah, die sind auch schon fast fertig. Ich habe schon wieder. Ja, ich gebe es zu. Ich habe ihn vergessen. Guck mal, aber nee, Quatsch. Wir haben dadurch 2000 bekommen. Also habe ich mich verlesen. Ist das der hier gewesen, den wir eben aussortiert haben? Nee, es ist er da. Ja, irgendwas Billiges. Okay, Leute, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns wieder. Haut rein.